Vielen Dank, Frau Präsidentin, meine Damen und Herren. Dieser Tagesordnungspunkt hat zwei Aspekte, einen formellen, auf den gehe ich zunächst an, und dann einen materiellen. Zum Formellen. Die CDU-CSU will darüber beraten, warum deren Antrag im Rechtsausschuss durch die hellbraune Mehrheit seit Monaten verschleppt wird. Bereits seit etwa einem halben Jahr, 12. Oktober 2022, ist die Anhörung dem Grunde nach beschlossen worden, hat jedoch bis heute nicht stattgefunden und wurde ungefähr ein halbes Dutzend Mal von der Koalitionsmehrheit weggestimmt. Das Minderheitenrecht, eine Anhörung durchzuführen, wird damit ad absurdum geführt, wenn jeweils die Mehrheit den Tagesordnungspunkt wegräumt zu Beginn der jeweiligen Sitzung. Das ist für uns auch nicht erklärlich. So geht das im Deutschen Bundestag nicht. Und man kann nur spekulieren, warum das so ist und warum die Koalition so parlaments- und demokratiefreundlich agiert. Erste Überlegung. Ob Anhörung oder nicht, ist ja eigentlich egal, denn was Experten sagen, spielt ja für die Regierung hinterher sowieso keine Rolle. Also da kann das Problem nicht liegen. Das ist wohl eher die Tatsache, dass es auch hier im Koalitionsgebälk, wir haben es ja gerade bei der charmanten Vorrednerin gehört, auch hier im Koalitionsgebälk knirscht und kracht und sich die Koalitionspartner und Partnerinnen-Spinne feind sind. Beispiele. Während die Twitter-Prinzessin, Innenministerin und Hessen-Wahlkämpferin Faeser wohl hier den Bürger den ganzen Tag am liebsten überwachen will, weiß möglicherweise der Bundesjustizminister Buschmann in seiner, wie manche sagen, Gelsenkirchener Gockelhaftigkeit, hier möglicherweise noch gepaart durch ein paar Freiheitsmoleküle der FDP. Er hat zumindest eine grobe Vorstellung davon, wie das mit der Datenspeicherung in Deutschland funktionieren soll. Das scheint mir so die erste Konfliktlinie zu sein. Die zweite Konfliktlinie zu den Grünen erscheint mir etwas greifbarer. Und es ist vielleicht so, dass nach wie vor nicht alle Grünen davon so überzeugt sind, wie pervers und kriminell sexueller Kindesmissbrauch ist und sich so von Typen wie Cohn-Bendit, von Volker Beck oder von Renate Künast beraten lassen. Das scheint mir hier der Konflikt zu sein mit den Grünen, die es wahrscheinlich grundsätzlich gar nicht wollen. Und zudem, meine Damen und Herren, hat das Gehampel in der Ampel ja auch Tradition und ist schon systemisch. Hier also Faeser gegen Grüne und Buschmann, dann Lindner gegen Habeck in der Finanzpolitik, Lauterbach gegen Lindner bei Gesundheitsreform, Scholz gegen Baerbock in der Außenpolitik, Buschmann gegen Geiwitz im Mietrecht, Wissing gegen Lemke beim Auto und neuerdings Lindner ganz auf AfD-Kurs gegen Scholz in Sachen Kanzleramtsprotzbauverhinderung. Man sieht, in aller Gelassenheit, die Streitlinien bei Ihnen sind vielfältig und bunt wie die Politik der Regierungsdilettanten, die hier vor mir sitzen und mir in die Rede reinplärren. Meine Damen und Herren von der FDP, Sie regen sich auf und ich stelle fest, nachdem ich das alles so Revue passieren lasse, am besten wäre es für Sie gewesen, gar nicht zu regieren, als kleines Anhängsel nach der Pfeife von Umweltextremisten, Pädophilen, Überwachungsfetischisten und Deutschlandhassern zu tanzen. Sie haben sich da richtig reinlegen lassen von der FDP. Sie werden am Ende dann sehen, wie sich das bei der nächsten Bundestagswahl auszeichnet. Materiell verfolgt das Ansinnen von CDU, CSU für uns tatsächlich einen guten Zweck, nämlich den sexuellen Missbrauch von Kindern zumindest zu erschweren und die Aufklärung zu erleichtern. Allerdings, liebe CDU, CSU, schießt da so ein bisschen über das Ziel hinaus, die IP-Adressen von Millionen Bürgern anlasslos monatelang zu speichern, was einer auch staatlichen Zweckentfremdung Tür und Tor öffnet, das geht für uns zu weit. Also für uns steht der Bürger zunächst mal als unschuldiger Bürger im Vordergrund. Wir wollen da keine Generalverdachtsfälle schaffen. Aber in der Sache selber sind wir nicht allzu weit auseinander. Meine Damen und Herren, für uns steht fest, Freiheitspartei AfD, Menschen ohne Grund zu überwachen, Daten zu erheben, monatelang zu speichern, das sind Methoden, die eben nicht bürgerfreundlich sind. Aber in der Sache selber, was den materiellen Gehalt angeht, können wir ja dann im Ausschuss nach der Anhörung, wann auch immer sie stattfinden wird, gerne debattieren. Vielen Dank. Liebe Kolleginnen und Kollegen, hier darf ja